Gitterns de Poesie. Verse des spanischen Dichters Federico García Lorca. Übersetzt in die Sprache des Flamenco. Szenische Bilder, in denen es um die Dramen des menschlichen Lebens geht. Momente der Verzweiflung, der Einsamkeit, des Glücks. Das Ballett Flamenco de Andalucía lässt sie das Publikum in Jerez miterleben. Das Publikum hier ist sehr viel anspruchsvoller als woanders. Denn hier in der Region wissen die Menschen, dass der Flamenco von hier stammt. Und deshalb fordern sie sehr viel von uns. Sie fordern von uns, dass wir unsere Sache sehr gut machen. Cristina Hoyos hat die Flamenco-Szene geprägt wie wenige. Sie war die Carmen in dem gleichnamigen Filmklassiker von Carlos Saura und blickt auf eine große internationale Karriere zurück. Für diese Inszenierung hat sie die Choreografie entwickelt und tanzt in einigen Szenen selbst mit. Künstler wie Cristina Hoyos werden in Jerez verehrt. Hier bestimmt der Flamenco den Rhythmus der Menschen, nicht nur während des Festivals. Wer die Geschichte und Bedeutung des Flamenco verstehen will, besucht das Centro Andaluz de Flamenco. In diesem Barockpalast aus dem 18. Jahrhundert befindet sich das weltweit wichtigste Forschungs- und Dokumentationszentrum für die Flamenco-Kultur. Angehende Profitänzer wie diese vom Konservatorium aus Granada besuchen es und Forscher haben hier Zugang zu 130.000 Dokumenten. Ana Tenorio Notario betreut das Archiv mit den allerersten Tonaufzeichnungen. Partituren von Flamenco-Musik gibt es nicht. Diese Aufzeichnungen auf Wachszylindern sind sehr wichtig, denn nur durch sie wissen wir, wie der Flamenco Anfang des 20. Jahrhunderts war. Vorher hatten wir in der Literatur nur Beschreibungen, wie man sang, wie der Rhythmus war, aber bis zur Erfindung der Wachszylinder gab es keine Möglichkeit zu dokumentieren, wie der Flamenco war. Der Flamenco hat sich über die Jahrzehnte verändert, so klang er 1906. In den 20er Jahren kamen die ersten Schallplatten auf den Markt. Alle wichtigen Künstler nahmen ihre Musik auf. 3 bis 4 Minuten passten damals auf eine Platte. Ob sich der Gesang der Kapazität der Platte anpasste oder umgekehrt, ob die Platte das Lied nur in Teilen wiedergab oder ob das Lied verlängert wurde, wenn es kürzer war, das müssen die Künstler und die Wissenschaftler noch untersuchen. Die Flamenco-Studenten sind besonders fasziniert von den frühen Filmaufnahmen. Denn jeder Künstler entwickelt mit seinem Tanzstil den Flamenco weiter. Nur das, was auf Video dokumentiert ist, bleibt der Geschichte erhalten. Dies sind die ersten Filmaufnahmen. Sie stammen aus dem Jahr 1936. Auch die Auftritte auf dem Festival in Jerez werden natürlich hier dokumentiert. Auch sie setzen die Geschichte des Flamenco fort. Ich glaube, dass der Flamenco zum Welterbe erklärt werden sollte, denn er breitet sich immer weiter aus. Immer mehr Leute finden Gefallen daran. Es ist eine sehr umfassende Kunst, eine lebendige Kunst, die viel Emotion ausdrückt. Und gerade diese Emotion des Flamenco brauchen wir heutzutage. Und wer den Flamenco ganz authentisch erleben will, der kann das in den kommenden 2 Wochen beim Flamenco-Festival in Jerez.